Hier ist nicht damit gemeint, das Binden in Wäldern oder Mooren. Dafür sagen sie ja zu einem Tempolimit. CO2-Preis und Rückerstattung? Nein, das soll der Markt übernehmen. Ausbau Ladeinfrastruktur? Nein. Ja, Tempolimit, Fahrverbote und Kohleausstieg lehnen sie alles ab. Zum Wasserstoff im Pkw sagen sie ganz klar nein. Steve, 26.09. steht vor der Tür. Was machen wir denn da? Ich glaube, da gehen wir wählen, oder? Ja, genau. Und das wird irgendwie eine Wahl. Oder man, im Moment hast du das Gefühl, das ist so eine Wahl, so ein Wahlkampf. Der plätschelt da irgendwie vor sich hin. Der findet irgendwo statt. Jetzt hat man mal ein paar Plakate gehängt. Aber hast du das Gefühl, dass wir Deutschland im Wahlkampf ist? Nee, so richtig sind wir irgendwie gefühlt noch nicht im Wahlkampf. Das Einzige, was man so mitbekommt, gerade in den sozialen Medien oder allgemein in den Medien, ist ja dann immer so dieser ganze Kampf rund um Laschet, Baerbock, Scholz, wer ist besser, wer ist schlechter und so weiter. Aber ich habe mir überlegt, lass uns doch jetzt einfach mal die Wahlprogramme uns angucken, der einzelnen Partei, Fokus der einzelnen Parteien, Fokus Klimaschutz, genau. Elektromobilität und erneuerbare Energien, genau. Und, ja, und dann gucken wir einfach mal, wer schreibt denn was, wer fordert was, wer will was machen, genau. Und wer schreibt was nicht. Und wir versuchen das Ganze, wir haben es natürlich schon vorbereitet für euch, ist ja klar, wir versuchen das Ganze hier so neutral wie möglich rüberzubringen. Genau, wir wollen das wertungsfrei rüberbringen, wir wollen euch die Entscheidung überlassen. Ihr sollt eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. Wir wollen es einfach nur kompakt zusammengefasst machen, weil jedes Wahlprogramm besteht so aus 100 bis 180 Seiten. Und es ist schon ein ordentliches Brett. Ne? Genau. Bei manchen fällt es einem leichter und bei anderen fällt es einem schwerer, das zu lesen. Aber das soll auch schon der Beeinflussung genug sein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt in diesem Teil darauf beschränkt, mal die großen Parteien, nenne ich sie mal, uns anzugucken. Wir sind am Überlegen, wir haben vorhin darüber diskutiert, ob wir noch ein zweites Video machen zu den sogenannten kleinen Parteien. Da warten wir einfach auch auf eure Reaktionen und eure Kommentare. Genau, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr sowas auch sehen wollt, ob ihr auch etwas zu den kleinen Parteien haben wollt. Und wir wollten ganz gerne mal so eine Rückschau machen mit Vergleich auf die aktuellen Status Quo heute. Auf den Status Quo. Was stand denn in den Wahlprogrammen 2017? Genau. Und im Koalitionsprogramm. Und wenn euch das auch interessiert, wenn ihr uns dazu antreiben wollt, dass wir das machen, dann schreibt es auch in die Kommentare. Eins noch dazu. Wir haben uns jetzt im Moment auch auf die fünf Parteien konzentriert, die bundesweit antreten. Es gibt ja da zum Beispiel die CSU, die nicht bundesweit antritt, aber ein eigenes Bundestagswahlprogramm veröffentlicht hat. Die ist jetzt hier in diesem Vergleich nicht drin. Heißt also, wir haben, und das geht jetzt nicht der Reihenfolge oder dem Alphabet nach, CDU, SPD, Bündnis 90 Grüne, FDP, die Linken und auch die AfD, deren Wahlprogramme einfach mal durchgeguckt, haben uns ein paar Punkte rausgepickt, auf die wir geachtet haben und haben das Ganze hier in so eine Tabelle reingeschrieben. Wir haben sicherlich das ein oder andere übersehen oder vielleicht, weiß ich nicht, wir versuchen es mal. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das wollte ich sagen, ne? Genau. Aber wir geben unser Bestes. Fangen wir mit der CDU an und der erste Punkt ist das EEG, also sprich die EEG-Umlage, ungefähr im Moment 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Die CDU will diese abschaffen. Also eine Erleichterung für die Bürger sozusagen schaffen, damit die Strompreise sinken. Strompreis sinkt, genau. Genau. Gleichzeitig möchte sie aber die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Richtig, genau. Allerdings werden keine konkreten Ziele genannt. Ein Ausstieg aus dem Verbrenner wird nicht benannt. Und beim Thema E-Fuels bekennt sich die CDU zum Einsatz im Lkw-Verkehr und zum Thema Einsatz in Pkw haben wir keine konkrete Aussage gefunden. Gleiches gilt für Wasserstoff in PKWs. Genau. Also dazu werden keine Aussagen getroffen. Richtig. Lässt man wahrscheinlich so ein bisschen offen. Genau. Die Ladeinfrastruktur soll ausgebaut werden. In dem Wahlprogramm steht auch drin, dass sie vor allem die Nutzung einfacher sein soll und vor allem Ladeinfrastruktur muss besser erreichbar sein für alle. Also sprich, in weniger als 10 Minuten soll man an der nächsten Schnellladesäule stehen können. Ganz wichtig ist natürlich, wann soll Treibhausgasneutralität erreicht werden? Die CDU bekennt sich zum Jahr 2045
Und eins der Instrumente dazu ist der europäische Emissionshandel. Der soll nämlich ausgeweitet werden. Okay. Und der CO2-Preis soll schneller steigen? Genau so ist es. Und die entstehenden Kosten für die Bürgerinnen und Bürger sollen in irgendeiner Art und Weise zumindest zurückerstattet werden. Wie es genau konkret gemacht werden soll, steht da nicht drin. Wie sieht es denn aus mit CO2, was sowieso nun schon in der Atmosphäre zu viel drin ist oder was trotzdem noch ausgestoßen wird? Gibt ja immer noch so ein paar Industrien, sage ich jetzt mal, die du nicht von heute auf morgen CO2-neutral bekommst. Wie steht die CDU zu CCS, also Carbon Capture and Storage, also nicht das Schnellladesystem CCS, sondern genau. diese Technik, um CO2 aus der Luft herauszuholen. Ja, dafür sprechen sie sich aus, das zu nutzen. Übrigens genauso für die Herstellung und die Nutzung von grünem Wasserstoff, aber auch von anderem Wasserstoff, also sprich Wasserstoff, der zum Beispiel aus Erdgas abgeschieden ist, der sogenannte blaue oder türkise Wasserstoff, auch dem stehen sie nicht negativ gegenüber. Egal ob batterieelektrisch mit Wasserstoff, E-Fuels oder Verbrenner, sie sind gegen ein Tempolimit. Richtig, genau. Und auch gegen jede Art von Fahrverboten. Ja, wir sind schon fast durch. Zwei Punkte haben wir noch, nämlich zum Kohleausstieg, den nämlich vorzuziehen. Ihr wisst ja, dass 2038 da vereinbart ist. Dazu äußern sie sich nicht und weitere Aussagen zur Elektromobilität haben wir im Wahlprogramm auch nicht gefunden. Okay, machen wir weiter mit den nächsten, würde ich sagen. Genau. SPD. Wie gesagt, die Reihenfolge, die wir jetzt hier nehmen, ist wirklich zufällig und ist nicht in irgendeiner Form, wie auch immer, irgendwie durch irgendwas geleitet. Also wir gehen die gleichen Punkte wieder durch, Steve, und du sagst uns mal was zum Thema EEG und Ausbau der erneuerbaren Energien bei der SPD. Ja, EEG wollen sie genauso wie die CDU abschaffen und sie wollen die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Bei beiden können wir jetzt aber schon mal festhalten, dass dazu keine konkreten Zahlen genannt wurden. Genau, sondern da wird nur gesagt, sie wollen es schneller ausbauen. Genau. Gehen wir weiter. Ausstieg aus dem Verbrenner lassen sie offen. Also äußern sie sich weder positiv noch negativ dazu. Und E-Fuels werden auch gar nicht erwähnt. Richtig, genau. Haben wir zumindest nicht gefunden. Ja. Dafür haben wir was gefunden. Der Einsatz von Wasserstoff im Pkw finden wir im Wahlprogramm der SPD. Und der Ausbau der Ladeinfrastruktur oder Ladeinfrastruktur allgemein soll laut SPD weiter ausgebaut werden und vor allem einfacher genutzt werden. Treibhausgasneutralität, was du gerade schon bei der CDU angesprochen hast, genau das Gleiche, 2045. So sieht's aus. Entgegen dem Pariser Klimaabkommen, was ja bis 2050 vorsieht, also bei beiden 5 Jahre früher. Und auch die SPD möchte den ETS, also den europäischen Treibhausgas-Zertifikatehandel, weiter ausweiten. Richtig, genau. Zum Thema CO2-Bepreisung äußert sich die SPD nicht. Also sprich, da verbleibt sie bei dem, was jetzt schon im Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde. Und es soll allerdings eine Art Rückerstattung geben für die höheren Kosten. Aber ob das tatsächlich eine Kopfprämie wird, also so dieses Modell, dass jeder Bürger, jeder Kopf sozusagen eine Prämie bekommt, das steht so drin, das wissen sie noch nicht. Aber es soll irgendeine Art Rückerstattung geben. Zur Bindung von CO2 äußern sie sich nicht. Richtig. Allerdings sagen sie ja zu grünem Wasserstoff. Richtig. Zu anderen Arten von Wasserstoff haben wir jetzt keine Angaben gefunden. Also das heißt blauen oder grauen Wasserstoff, wie auch immer geartet. Dazu sagen sie weder ja noch nein. Genau, dafür sagen sie ja zu einem Tempolimit auf Autobahnen von 130. Zu Fahrverboten äußern sie sich nicht. Zum vorgezogenen Kohleausstieg äußern sie sich nicht. Und wir finden dann aber erstmals eine Aussage direkt zum Hochlauf der Elektromobilität. 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 wollen genau, sie mich haben. Richtig, das haben wir da drin. Als nächstes die Bündnis 90 Die Grünen. Ein sehr umfassendes Wahlprogramm, muss man sagen, was sich auch in der Schreibweise ein bisschen unterscheidet von den anderen. Also könnt ihr ja mal reingucken, ist ganz interessant. Wir verlinken trotzdem mal alle hier unten drunter. Genau. Und ansonsten gehen wir einfach wieder durch. Wie sieht es aus mit der EEG-Umlage und wie sieht es aus bei den Grünen zum Ausbau der erneuerbaren Energien?
dass die EEG-Umlage wollen sie absenken, habe ich gelesen. Und die erneuerbaren Energien sollen auch schneller ausgebaut werden. Mhm. Hingegen zu der SPD und der CDU werden hier konkrete Zahlen genannt. Und zwar 7 bis 8 Gigawatt sowohl Photovoltaik als auch Windenergie an Land und auf See werden hier pro Jahr an Zubau genannt. Genau, also konkrete Zubauzahlen, die hier genannt werden. Auch der Ausstieg aus dem Verbrenner wird konkret mit einem Datum benannt, nämlich 2030. Mhm. Steve, und wie sieht's aus mit E-Fuels und Wasserstoff? E-Fuels sagen sie ja, wenn es keine anderen oder keine bessere Alternative gibt. Mhm. Das heißt also, sie sagen ganz klar, die dürfen nicht in Konkurrenz zu einer besseren Technologie oder zu einer anderen Technologie stehen, sondern beziehen sich dabei halt eben auf Schwerindustrie wie zum Beispiel Schifffahrt, Flugverkehr, mhm, und so weiter und so fort. Ja, das, ja. Und zum Wasserstoff im Pkw sagen sie ganz klar nein. Mhm. Okay, gut. Ausbau Ladeinfrastruktur haben wir keine Aussage gefunden. Wir haben wirklich geguckt, nichts gefunden. Treibhausgasneutralität haben wir hier allerdings mal einen anderen Wert. Ja, tatsächlich 10 Jahre früher als CDU und SPD. Die Grünen wollen tatsächlich 2035 treibhausgasneutral werden. Und das ist dann doch schon ein erhebliches Brett. Genau. Das wollen sie erreichen durch eine Ausweitung des ETS, also des Zertifikatehandels. Richtig, genau. Genau. Und sie wollen den CO2-Preis noch schneller erhöhen. Und auch dort sind konkrete Zahlen genannt worden. Mhm. Als Beispiel 60 Euro, mit 60 Euro wollen sie anfangen. Ne? Genau, die Diskussion kennt ihr ja. Das sind 5 Euro mehr, als jetzt geplant ist, und das Ganze 2 Jahre oder 3 Jahre früher. So, die Rückerstattung dieser Kosten soll auch erfolgen. Und zwar ganz konkret mit 75 Euro pro Kopf. Sprich, also eine vierköpfige Familie, ne, 4 mal 75 Euro wäre dann die jährliche Rückerstattung. CCS-Technik, also das Binden von CO2 aus der Luft, haben wir keine Aussage zugefunden. Zum Thema sonstige Wasserstoffnutzung haben wir gefunden, grüner Wasserstoff ja. Andere Arten von Wasserstoff lehnen sie ab. Aber sie haben auch gesagt, es kann sein, dass wir grünen Wasserstoff aus dem Ausland importieren müssen. Genau, das, um unseren Bedarf zu decken. Richtig, genau. Ja, dann sieht es noch aus. Da haben wir noch das Tempolimit und die Fahrverbote, Steve. Ja, zum Tempolimit sprechen sie sich positiv aus, mhm, wobei sie es nicht Tempolimit nennen, sondern sie nennen es Sicherheitsgeschwindigkeit. Da muss man dazu sagen, sie sagen, dass die Standardgeschwindigkeit innerorts 30 sein soll. Mhm. Und wenn 50 ist, dann muss es ausgeschildert werden. Aktuell ist es ja genau umgedreht. Richtig. Ne? Genau. Und auf Autobahnen wird es dann halt eben soll es dann halt eben diese Sicherheitsgeschwindigkeit von 130 geben. Und zu den Fahrverboten machen sie keine Angaben. Genau. Dafür äußern sie sich positiv im Hinblick eines vorgezogenen Kohleausstiegs und nennen auch eine Zielmenge oder einen Zielwert von 15 Millionen Elektrofahrzeugen. Was das jetzt genau ist, also ob da auch Hybride mit bei sind, höchstwahrscheinlich. Wie bei der SPD. Genau, 15 Millionen bis 2030. Genau. Ja, das waren die Zahlen aus dem der Grünen. FDP. Genau. Richtig. Und Julian, was sagt die FDP zum EEG und schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien? Die FDP will natürlich die EEG-Umlage abschaffen, äußert sich allerdings nicht zum Ausbau der erneuerbaren Energien und auch nicht zum Ausstieg aus dem Verbrenner. Okay. E-Fuels haben sie einen Haken dran gemacht. Sehen sie keinerlei Problem drin, das zu machen. Und ob Wasserstoff beim Pkw eingesetzt werden soll, soll der Markt entscheiden. Ausbau Ladeinfrastruktur, mhm, soll transparent und flächendeckend erfolgen. Genau, wobei mir nicht ganz klar ist, was ein transparenter Ausbau ist. Aber wie auch immer, also ich kann mir was darunter vorstellen. Flächendeckend kann ich mir schon eher was darunter vorstellen. Ja. Mhm. Treibhausgasneutralität, mhm, genau, entspricht dem Wert des Pariser Klimaabkommens. 2050, richtig. Ja. Bis dahin soll das in Deutschland erreicht sein. Ist damit bisher der größte Wert in unserem Vergleich hier heute. Richtig, genau. Und
Aber dennoch wollen Sie den ETS, also den Zertifikatehandel, ausweiten. Richtig. Auf weitere Bereiche. Genau, also der ETS, die CO2-Bepreisung, ist bei der FDP das zentrale Werkzeug zur CO2-Vermeidung. Mhm. Aber Sie äußern sich nicht zu dem CO2-Preis und dessen Erhöhung. Richtig, das soll der Markt übernehmen. Und um die erhöhten Kosten für Bürgerinnen und Bürger irgendwie abzufedern, soll es eine Art Klimadividende, also dieser Begriff Klimadividende wird mehrfach genannt, ohne konkret, zumindest für uns, nicht ersichtlich auszuführen, was das eigentlich bedeutet. Thema Bindung von CO2, Grünwasserstoff, andere Arten von Wasserstoff, Blau, Grau, Wasserstoffimporte etc. pp. Wie äußern Sie sich dazu? Soll der Markt entscheiden. Also soll alles der Markt entscheiden, wenn es dort eine rentable Lösung gibt, dann soll die angewendet werden, wenn nicht, dann nicht. Ja, so habe ich es verstanden. Genau. Okay. Ja, Tempolimit, Fahrverbote und Kohleausstieg lehnen Sie alles ab. Wie gesagt, geht in die Richtung, soll der Markt entscheiden, wobei ein Fahrverbot ist ja kein Markt, wie soll ich sagen, keine Marktentscheidung, sondern das ist wirklich eine Regulierungsentscheidung. Macht man das oder macht man das nicht? Das wird hier abgelehnt. Und es gibt abschließend zur FDP keine konkreten Aussagen, Zahlen zum Markthochlauf der Elektromobilität. Okay, dann machen wir weiter. AfD, Alternative für Deutschland. Genau. Und jetzt werden vielleicht die einen oder anderen sagen, na, das geht ganz einfach. Nein, das war nicht einfach. Da haben wir natürlich genau hingeguckt und haben uns das wirklich durchgelesen. Ja, wie sieht's aus mit dem EEG, mit der EEG-Umlage? Die EEG-Umlage möchte die AfD abschaffen. Richtig. Aber aus einem ganz einfachen Grund, weil sie Thema schnellerer Ausbau erneuerbarer Energie ist sie dagegen. Richtig, Ausstieg das heißt, aus dem Verbrenner. Ist sie auch dagegen. Mhm. E-Fuels ist sie auch dagegen. Richtig. Gleiches gilt für Wasserstoff im Pkw. Ist sie auch dagegen. Ja. Und Ausbau Ladeinfrastruktur. Nein. Treibhausgasneutralität? Nein. Also auch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen? Richtig. Und ich glaube, wir können es jetzt an der Stelle einfach mal vielleicht doch ein bisschen abkürzen, ohne dass ihr uns irgendeine Tendenziosität nachsagt. Aber alle anderen Punkte werden auch abgelehnt. Genau. Also ich zähle sie nochmal auf. ETS, also Zertifikatehandel, CO2-Preis, eine Rückerstattung des CO2-Preises, Bindung von CO2, grüner Wasserstoff, andere Arten von Wasserstoff, Tempolimit, Fahrverbote, Kohleausstieg vorziehen und Elektromobilität im Allgemeinen werden alle durchweg abgelehnt. Genau. Die Partei Die Linke und da fange ich einfach mal an. Ja. Und zwar das EEG, also nein, nicht das EEG, sondern die EEG-Umlage soll abgeschafft werden. Und auch bei der Partei Die Linke wie bei den Grünen gibt es im Parteiwahlprogramm für die Bundestagswahl konkrete Zahlen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das sind durchaus ambitionierte Zahlen. Das liegt so bei 7 Gigawatt für Photovoltaik, 10 Gigawatt Photovoltaik, 7 Gigawatt für Wind onshore und 2 Gigawatt Wind offshore. Mhm. Haben wir bei den Grünen vorhin gesagt, das sind die jährlichen Zubauziele. Genau. Richtig. Also nicht einmalig, sondern die jährlichen Ziele. Genau. Zum Ausstieg, also ein Verbrennerausstiegsdatum haben wir nicht gefunden. Offensichtlich äußern Sie sich dazu nicht. Genau. Aber sie äußern sich ganz klar, dass sie gegen E-Fuels im Pkw sind. Genauso auch beim Wasserstoff, kein Einsatz im Pkw. Ja. Zum Ausbau der Ladeinfrastruktur äußern sie sich nicht. Aber bei dem Treibhausgasneutralität ähnlich ambitionierte Zahlen wie bei den Grünen. Genau. 2035 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. Allerdings soll dies erreicht werden ohne einen Zertifikatehandel. Genau, interessant. Ja. CO2-Preis und Rückerstattung? Nein. Lehnen Sie ab? Ja. Okay, und grünen Wasser, nee, erstmal die CCS, Bindung von, genau. Von CO2? Abgelehnt. Abgelehnt, okay, also Treibhausgasneutral, ja. Nicht zu viel Treibhausgase produzieren, um diese dann zu binden, wird abgelehnt und eine Bepreisung wird sowieso abgelehnt. Genau. Also eher
Okay, kommen wir gleich zu. Also vielleicht muss man hier an der Stelle nochmal erklären sagen, wenn wir immer sagen Treibhausgasbindung, hier ist nicht damit gemeint das Binden in Wäldern oder Mooren, sondern die technische Bindung. Mhm. Ne? Also das technische CCS-Verfahren, um CO2 aus der Atmosphäre abzuschalten. Verpressen in und danach Böden. Verflüssigen, verpressen, da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Genau, gut. So, Wasserstoff. Ja, Grünwasserstoff, sind Sie dafür? Ja. Andere Arten von Wasserstoff, blau, grau etc.? Sind Sie dagegen. Okay. Ein Tempolimit, ist die Linke dafür? Mhm, genau. Wie sieht es aus mit Fahrverboten? Da haben wir keine Aussage dazu gefunden. Also hier ist ja mit Sicherheit auch unter anderem zum Beispiel sowas wie das Dieselfahrverbot gemeint, haben wir nichts dazu gefunden. Was wir allerdings gefunden haben, ist eine Forderung, den Kohleausstieg vorzuziehen um 8 Jahre auf 2030. So, und dann haben wir noch Elektromobilität, finden Sie okay? Also es ist ein Mittel im Bereich der Verkehrswende und der Antriebswende. Ist vielleicht ein bisschen, muss man jetzt doch mal sagen, so ein bisschen interessant, gerade zu bestimmten Aussagen bestimmter Mitglieder der Linken. Du hast ja dazu mal ein Video mit Sarah Wagenknecht gemacht, das aber nur am Rande. Und jetzt kommt ein Punkt, den wir bei den anderen Parteien so nicht, zumindest bisher nicht gefunden haben. Steve, sag mal was zum Thema Grundkontingent. Ja, die Linke möchte gerne ein Grundkontingent für jeden Bürger einführen, was den Verbrauch von Strom und Wasser und Heizung, und Heizung betrifft. Und innerhalb dieses Grundkontingents kann man sich wohl relativ frei bewegen. Ob es eine Vergütung gibt, wenn man weniger verbraucht, konnte ich jetzt nicht finden. Allerdings sagen sie, dieses Grundkontingent soll halt sozial gerecht sein. Und wer verschwenderisch mit Energie und Ressourcen umgeht, wer mehr verbraucht, der muss dann halt eben einfach bezahlen. Genau. Und damit sind wir mit den 6 Parteien auch schon durch. Ja, wir haben vielleicht das eine oder andere übersehen, aber dann lädt uns das bitte nach. Aber dann schreibt es uns unten in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was wir übersehen haben. Genau, aber das Entscheidende, glaube ich, hoffe ich, dass wir euch das so jetzt mal mitgegeben haben und vielleicht ist es auch eine Hilfe für euch. Nutzt jetzt bitte die Links zu den Wahlprogrammen und guckt es euch wirklich an. Das ist letztlich soll das so ein bisschen auch die Motivation sein für euch, mal die Zeit zu nehmen. Guckt euch die Wahlprogramme wirklich mal an, entscheidet dann entsprechend. Wir entscheiden nicht für euch, sondern ihr sollt selbst entscheiden. Und wir hoffen, dass wir euch eine kleine Anregung, ein bisschen Geschmack drauf machen konnten. Und wir sind echt gespannt auf eure Kommentare. Und vergesst bitte nicht, schreibt bitte uns in die Kommentare, ob wir so ein Video nochmal machen sollen zu dem Wahlprogramm der sogenannten kleinen Parteien, der Randparteien, die wahrscheinlich nicht oder nicht alle über die 5%-Hürde kommen, aber die ja trotzdem plakatmäßig zu sehen sind. Und ob ihr auch Interesse habt, vielleicht nochmal an so einem Art Fazit-Video, was stand in den früheren Wahlprogrammen und im Koalitionsvertrag und was ist denn letztlich draus geworden? Dann machen wir das für euch. Ja. Und damit ihr diese Videos nicht verpasst, denkt dran, Kanal abonnieren und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann aber auch dann Pflicht in die Kommentare. Schreibt, was euch nicht gefallen hat. Und ich möchte hier noch ganz kurz den Disclaimer dazu geben. Es geht um Parteien. Jeder hat seine persönlichen Ansichten. Mhm. Wenn wir in irgendeiner Art und Weise wertend gewirkt haben, dann tut es uns leid. Das war überhaupt nicht unsere Absicht. Wir wollten wirklich einen neutralen Blick auf die ganze Sache bieten. Und wenn ihr persönliche Vorlieben habt, bleibt bitte aber sachlich in den Kommentaren. Ja. Denn wer unsachlich beleidigt oder sowas, da werden wir einfach ohne Vorwarnung rigoros löschen. Mhm. Das hat aber nichts mit einer Zugehörigkeit zu einer Partei zu tun, sondern bezieht sich einfach nur auf den Umgang miteinander. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Tag und ja, würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Treibhausgasneutralität, man, wir haben heute hier ein paar Wörter drin. Ja, wir schaffen das. Da. Ich hab ihn. Wollen wir begrüßen? Ja, leg los. Ja, keine Ahnung. Warte mal.